Großbasta! Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Ja, eine kleine Schachtel, eine kleine Schachtel von den Dänen von der Firma Lego. Ghostbusters, Ecto One. Nein, es gibt kein Lego, es gibt eine Schachtel. Das ist ein Let's Paper. Das ist ein Let's Paper. Scheiß auf Let's Play. Wir machen ein Let's Paper. Ja, für das Set muss man volljährig sein. Darfst du nicht unter 18 kaufen, steht da. Mit der Setnummer 10274, musstest du am Bildschirm lesen, das ist ein bisschen. Mit glatten 2352 Parts. Pix. Pizzets. Aus dem Jahre 2020, bitte mal. Ja, der Ecto One, ein kleines Auto. Was haben wir hier inside? Wir haben wunderbare Dinge inside. Nämlich zum einen, wenn man es aufmacht, es ist ja was Besonderes, weil die Verpackung ist schwarz. Ne? Dann ist ja was Tolles. Ja, so was hier. Ein Folder. Weg mit dem Folder. Für Beschreibung ist aber schon stylisch. Beim ersten Mal hinschauen könnte man es für einen weißen Laptop halten. Ja, es ist mein. Ist ein Roman. Ist mein MacBook Air, was ich da gerade am Bunk gehabt habe. Wir haben ein Anleitungchen. Kommt der Fokus? Da ist der Fokus. Das finde ich so ein schieres Cover? Aufriss-Ding-Zeichen. Also, ich finde die Vorderseite von der Anleitung ist hässlich. Also war das wirklich ein Roman, ich darf ihn nicht lesen. Ich darf nur noch bauen. Ich darf ihn nur bauen. Ja. Help wanted, we are calling you. Da sieht man den Ecto One. Es ist ja was Besonderes, also sind da ganz viele Details, History of Ecto One, ein bisschen Englisch kennen, aber das ist okay. Dann aus verschiedenen, eigentlich aus verschiedenen Filmen. Von wo das Auto ist, da sieht man, was im Kaufen. Da ist er dann schon umgebaut und da ist er, glaube ich, zum Film Ghostbusters, der heißt nur Ghostbusters im Jahr 2019 oder 20. Nicht das mit den Frauen, sondern wo der Originalcast wieder dabei ist. Da hat es ja nur einen Film gegeben, aber anscheinend hast du den nicht Ihr gesehen. müsstet nur das mit der Das ist sowas, weiblichen das ist im Besetzung. Prinzip, nach dem mit den Weibchen, ist quasi nur Ghostbusters Legacy, glaube ich, hat der Kassen, oder? Wobei ich gestehen muss, bei Ghostbusters bin ich generell nicht sattelfest. Also da Okay. bin ich. Aber im Prinzip sowas wie Ghostbuster 3, weil es um die, also es kommt der originale Caster wieder vor. So, da wunderbare Bildchen, Aufrisszeichnungen. Mike the Mechanic, okay, gut, das ist. Lustig, wenn da nur und war. Aha. Nein, ich muss echt sagen, ich könnte mich nicht einmal daran erinnern, bewusst, dass ich einen früher alten Film gesehen habe. Hast nie Ghostbusters gesehen. Es Was ist mit dir gibt hier? ein paar verschwommene Erinnerungen als Kind, so So. auszugsweise. Wertvoller Teile drinnen. Was sonst? Keine Ahnung. Okay. Dann haben wir hier die Aufriss, die einzelnen Bauabschnitte. Nein, ich bin nämlich nur gerade irgendwie verunsichert, weil mein Handy gerade was Komisches gemacht hat. Ja, dann haben wir auf der anderen Seite, es geht ja noch weiter, die einzelnen Bauabschnitte, Die Aufrisszeichnung von den die Bauabschnitten. Aufrisszeitung und dann wunderbare, ganz viele Seiten voller wundertollen Bauspaß. Ehrlich gesagt, das Aufbauen war mittelmäßig lustig. War zwar schon lustig, aber jetzt nicht überdimensional großartig, muss ich ehrlich sagen. Hat mir mittelmäßig Spaß gemacht. Wie oft sage ich nur mittelmäßig? Ja, aber jetzt gucken wir uns mal das Autochen Warum an. warst du extrem? Warst du Es war schon schwer. Also es war schwer und manche Sachen haben sie. Manche Sachen haben sie ein bisschen zart, muss ich sagen.
Und du hast eigentlich die meiste Zeit nicht wirklich gewusst, baust du jetzt ein Auto oder was baust du da jetzt? Also ich weiß nicht, irgendwie, der Aufbau war ein bisschen für meinen Geschmack ein bisschen strange. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt haben wir aber hier das Autochen. Was können denn wir hier machen zum Schnuggeln? Was Wunderbares, wir können, also da vorne steht mal Ecto One, so look da von vorne aus, von da vorne. Wir können die Motorhaube aufmachen, ja, da kann man hineinschauen. Da schnurrt das Kätzchen mit die Fokus, mit die Fokus. Ja, prinzipiell recht coole Sache, da bewegt sich aber nichts, ja, das ist alles nur Deko. Söchen, während er fährt. Dreht sie das und das geht hin und her. Ja, ich meine, dieser Special-Effekt. Dann haben wir hier oben ja, eine Hand-of-God-Steuerung und der Ecto One hat einen Wendekreis des Todes. Also, das ist jetzt aber auch nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass man jetzt spazieren fährt damit. Das ist nämlich ein reines Displaymodell. Das muss man wirklich sagen. Weil gerade solche Kleinigkeiten, die fliegen da sehr leicht runter und sehr schnell runter. Das ist alles ein bisschen verworren. Er hat noch ein paar andere coole Fähigkeiten. Nur hoffe ich jetzt, dass das funktioniert. Also eine Fähigkeit ist, wir können die Tür aufmachen. Nee. Mein lieber Doc, was sagst du dazu, dass wir die Tür aufmachen können? Da kannst du reinlugen, kannst du Lugi-Lugi machen. Luger. Luger, schau mal, ob das da so halbwegs. Ja. Ja, super. Funktioniert. Da rennt gerade ein Band in der Mitte, dann haben wir da wichtigen Verkehrsfunk zum Abhören, ist eh klar. Ah ja, übrigens, das Lenkrad dreht sich auch mit bei der Hand-of-God-Steuerung. Das ist auch relativ cool. Dann haben wir noch Wissenswertes. Alle, die den Film gesehen haben, aber sogar du wirst es wissen, oder? Mit dem riesen Marshmallow-Männchen, was da im New York angreift. Jetzt so bitte nicht nah. Okay, gut, das ist auch da drin und es ist sehr wichtig. Innenseite von der Tür ist eigentlich auch sehr gut gebaut. Das schmurgelt da unten. Ja, so, dann kommen wir jetzt zur nächsten Funktion. Ich hoffe, dass das funktioniert. Also, wir sind jetzt in Ghostbuster Legacy. Muss man den Knopf finden. In Ghostbuster Legacy. Sie sind jetzt da gerade mitten am Fahren und dann. Ja, so halb. Es ist nämlich alles ein bisschen buggy. Geht die Tür auf und. Da sitzt dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wer, und dort mit seinem Spiraldefender, keine Ahnung, da die bösen Geister abschießen. In Ghostbuster Legacy. Böse Geister. Also wir dann jetzt dann nochmal das hineinschieben, wir schieben es nochmal rein, wir machen nochmal zu und probieren das Ganze jetzt noch einmal. Wenn wir den Schalter finden. Und. Passt, jetzt ist es ausgefallen. Sehr gut, besser wird es nicht mehr. Das lassen wir so. So. Dann haben wir hinten noch. Von hinten. Kommst du her? Ja, braver Ektoron. Söchen. Dann haben wir hier noch eine Rückansicht. Kannst du aufmachen. Und was siehst du hier drinnen? Gelb, schwarz, gestraffte Dölle. Eine Drohne. Hast eigentlich. Hast gespickt, oder? Okay. Special Move. Ich merke mir nämlich auch nicht wo, aber ich glaube, das ist da. Also, sie fahren, dann ziehst du das raus und. Attacke! Hat irgendwie gefühlsmäßig am besten gepasst. Das ist immer nur das moderne Zeitalter. Du Ja. hast ja gesagt, das ist an 2020 angelehnt an den Film, ne? Nein, der Film ist aus 2020. Also das Modell ist von dem Film, der 2020 rausgekommen ist. Und ich glaube, der muss er ungefähr zu der Zeit spielen, weil der Film spielt im selben Universum wie die ersten zwei Teile und ist eigentlich so
Ghostbusters Next Generation, aber mit demselben alten Cast. Also nein. Kann man sprechen von Ghostbuster 3 ungefähr diese Richtung? Ja. Okay, aber es ist nur, weil moderne Zeiten ein Faible haben natürlich für Drohnen, für kleine Buggies, für... Ja. Und ich finde es eigentlich... Und er schaut auch cool aus. Er schaut verdammt cool aus. Und das war's, oder? Ja. Kannst du ziehen und dann kommt es herausgefahren. Und da ist er. Kann man den ganzen Tag machen, wenn man kein Leben hat. Da ist er. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oder kein Ort. Da ist er denn? Da ist er denn? Ja. Die Ghostbuster-Auto. Okay, wir da auch noch mal reinschauen. Wir können auch hier öffnen. Also, können wir nicht. Okay, gut, das habe ich vergessen. Können wir nicht öffnen, aber hier können wir öffnen. Das ist das Cockpit. Ha! Cockpit! Da kommt Schwanz. Sieht man noch ein bisschen genauer. Ja. Ist eigentlich ein relativ cooles Teilgerät. Gerätteil. Löll. Söchen. Du als, also ehrlich gesagt, du schockierst mich jetzt gerade. Komm her. Stickel dir da zurück. Du schockierst mich jetzt gerade ein bisschen. Hast du nie Ghostbuster gesehen? Hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Was sagst du zu diesem Teil? Ich wollte jetzt irgendwas anderes sagen. Zu diesem Ding. Ja, es erinnert oder dockt irgendwie. Lustig. Es rockt da in die Richtung, oder? Schon. Schon, ja. Es dockt irgendwie ein bisschen an meinen Aufbauerinnerungen vom Light Cruiser an. Nämlich davon, dass diese erwachsenen Modelle, die das jetzt einmal diese großen Schichten. Definitiv, ja. Also das ist nichts für Kinder, das ist erwachsen. Einfach schon ein gewisses Komplexitätslevel haben. Auf jeden Fall. Und ja, dass es deswegen zart ist, sowas zusammenzubauen. Ist mir beim Light Cruiser auch so gegangen. Ja. Also das war jetzt nicht, dass sie so ein richtiges Ich-muss-Gefühl eingestellt hat, sondern eher so eine Art von, wie, das ist ja Arbeit, so eine Art von, wenn ich das abends mache, dann muss ich jetzt aufhören und nicht den nächsten Bauabschnitt nur anfangen, sonst werde ich unkonzentriert. Ja. Und sonst staple ich Bauteil 546 falsch auf Bauteil 547 und komme aber erst bei Bauteil Nummer 1216 drauf. Finde den Fehler, so auf die Art. Dann tust du die letzten 700 Bauteile zurückarbeiten. Genau. Also nur als Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Teile der Light Cruiser hat. Aber irgendwas Vierstelliges würde man bei dem Ding auf jeden Fall vorstellen. Ja, 1200, 1300 und sowas, glaube ich. Aber das Lustige ist, ich glaube, der Light Cruiser ist ein Spielmodell. Ist für das, ist eigentlich für jemanden so teuer, aber ist theoretisch für Kinder. Das muss auch der Papa mit seinem Bub dann. Oder seine Tochter, wenn und das so ein, ja eben. Und so das am Weltfrauentag, Alter, komm! Schon wieder vergessen, wann ist der? Mama, darf ich einen Light Cruiser haben? Papa, sorry. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Papa, darf ich einen Light Cruiser haben? Fragt die Mama. Am 8. Mai, glaube ich. März. Okay, na dann machen wir wieder Special. Es war ein langer Tag. Es war für uns beide ein langer Tag, aber ja. Gut, ja, Ecto One. Cooles Gerät. Kostet jetzt der Liste bei Lego ist teurer geworden, glaube ich, 200 Euro oder nein, 230. Also jeder, der das und das Geld kauft, ist ein Honk. Ja, kauft es ihm rabattiert oder kauft es ihm gar nicht. Und hast du ihn rabattiert gekauft? Ich habe ihn zu Weihnachten bekommen. Aber aus Quellen weiß ich, dass er rabattiert gekauft wurde. Ja. Das heißt, du hast das so gemacht, wie es der Gegenteil Honk macht. Das Gegenteil von einem Honk. Nämlich einfach schenken lassen, wenn anderen. Ach so, ja. Wen anderen zahlen lassen. Genau, na sicher. Also genau so mache ich das auch dann mit meinem echten Porsche Cayenne und mit meiner Villa. Es ist so, spannend, wie er jemals auf die Idee gekommen ist, dass es geschickt ist, das Hinterrad von einer Abdeckung zu verdecken. Dass ja Raffenwechseln kompliziert wird. Ja. Ja,
Stimmt. Wie soll man sagen? Themenverfehlung geht auch immer Na, vorbei. na, aber also ich glaube, da wagen wir uns jetzt in mögliche Diskussionsauswüchse, Ja, das ob stimmt. das ein Für und ein Wider ist, bei denen wir uns eigentlich, glaube ich, auch gar nicht beteiligen wollen. Genau. Ich bin nämlich der totale Autofan und Fanatiker, Ja, aber hundertprozentig. prinzipiell bin ich dagegen, also gegen solche Abdeckungen. Jeder, der sein Cadillac sich kauft mit so also mit verdeckter Hinterraffen, ist es sehr gut. Na, passt eh. Genau, und der kehrt Alles gut. tiefverlegt, bis auf 2 mm über Boden, ne? Genau. Und mit dem fährt man dann oder in ein Weizenfeld. Das macht man so. Und ein Heckspoiler, ein großer Heckspoiler. Vergiss den Heckspoiler nicht! Der muss so hoch sein, dass er auf der Hecke vom Rückspiegel ist. Erst dann ist er richtig. Erst dann ist er richtig. Und Sport machen wir auch keinen. Wir brechen sie die Haxen daheim auf der Stirn, wie jeder richtige Mann. Genau. Und beim Aussteigen aus dem Cadillac. Nicht da. Netto. Und tanken können wir das Teil ja überhaupt einmal am Tag, weil er 15 Liter auf 15 Kilometer saft. Aber das kommt ja noch aus einer Zeit, da war der Sprudel im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja noch ein bisschen billiger. Gut, Als heute oder als in Österreich. das war ein Look auf ein Lego und ein kleines Klischee-Feuerwerk. Ja, passt, muss auch sein. Mit Aussicht. Genau. Grüß Und euch. das war wieder recht eine liebe Geschichte. Deshalb Grüß euch. und Tüdelü, Ghostbusters. Hat es Endes? Hat das Ende.